Schweigend lief Kirika jetzt schon über eine Stunde neben Madara her. Er hatte ihr alles gebeichtet und ihr alles erzählt, wer er war und was er alles auf dem Kerbholz hatte. Um ehrlich zu sein, hatte es dem jungen Mädchen die Sprache verschlagen und sie wusste überhaupt nicht, was sie dazu noch sagen sollte. Sie war ein wenig überfordert und Madara wusste ebenfalls nicht, wie er jetzt mit ihr umgehen sollte. Jetzt fehlten ihm die passenden Worte, um Kirika irgendwie aufzubauen oder um die ganze Sache ein wenig lockerer zu machen. Leise seufzte er auf und sah Kirika unsicher an. »Hat Kirika Madi noch lieb?« flüsterte er leise und das Mädchen zuckte zusammen. Sie sah ihn an und lächelte leicht. »Es ist schon gut. Ich muss mich nur erstmal daran gewöhnen. Aber ich glaube, ich komme damit klar. Jeder Mensch hat seine dunklen Seiten und immerhin bin ich ja in keinem Plüschtiergeschäft gelandet, sondern bei Massenmördern.« Madara lachte knapp und nickte ein wenig. »Stimmt, aber trotzdem. Meinst du, dass du wirklich damit klarkommst? Ist ja nicht so einfach, das alles hinzunehmen.« »Du wirst mich nehmen, wie ich bin, also muss ich dich auch nehmen, wie du bist. Für mich ist das selbstverständlich. Auch wenn du mich in der ersten Sekunde wirklich ein wenig geschockt hast,« schmunzelte das Mädchen. Madara grinste. »Ein wenig? In den ersten Sekunden? Du hast über eine Stunde kein Wort mit mir geredet. Das ist dann wohl doch ein bisschen mehr als ein wenig, oder? Aber wenn du nicht sauer auf mich bist, ist das schon okay. Und selbst wenn du es wärst, ich könnte es verstehen.« Ein wenig lächelte Kirika und senkte ihren Blick. »Klar, du bist immerhin ein guter Freund von mir. Da ist es doch klar, dass ich dich so nehme, wie du bist.« Das war für Madara ein wenig wie ein Schlag ins Gesicht. Immerhin wollte er nicht einfach nur ein guter Freund von Kirika sein. Er wollte mehr sein. Aber um ehrlich zu sein, hatte Madara keine Ahnung, ob er das auch jemals schaffen würde. Jedenfalls würde er weiter um Kirika kämpfen. Und wenn er erst einmal auf guten Freund machen musste, dann würde er das tun. Aber lange würde er das Spiel bestimmt nicht mitspielen. Immerhin hatte er Kirika seine Gefühle gestanden. Ob sie das jedoch so richtig mitbekommen hatte oder irgendwie ignorierte, das musste Madara erst noch rausfinden. Schweigend lief Mayumi neben Hidan her und war noch immer knallrot im Gesicht. Der Kerl hatte sie doch einfach frech geküsst. So hatte sie ihren ersten Kuss nun auch wieder nicht verlieren wollen, aber schön angefühlt hatte es sich auch. Im Gegensatz zu Hidans sonstiger Art waren seine Lippen ganz weich und richtig sanft gewesen. Allein wenn sie daran dachte, bekam sie eine Gänsehaut. Um diese Gedanken wieder loszuwerden, schüttelte sie den Kopf und versuchte wieder, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren. »Sag mal, wie ist das überhaupt passiert? Ich meine, dass ihr verflucht worden seid. Sowas passiert einem ja nur nicht jeden Tag, oder?« Hidan seufzte leise und schüttelte den Kopf. »Nein, hoffentlich nicht.« »Naja, Setsu war mit Tobi zusammen bei dieser komischen Frau. Es heißt, sie soll eine Hexe gewesen sein und die hatte wirklich seltsame Kräfte. Wir wollten uns doch nur ein paar von ihren komischen Zaubertränken ausleihen. Mehr wollten wir gar nicht. Aber dann hat sie wohl Setsu erwischt, weil Tobi wieder irgendwas runtergeschmissen hat und Setsu hat keine andere Möglichkeit gesehen, als sie zu ermorden.« Und das hat der Alten halt überhaupt nicht gepasst und sie hat Setsu und seine Anhänger, also uns, verflucht. Wir meinte, wir sollten lernen, dass man Frauen nicht so respektlos behandeln kann und dass das Leben einer Frau nicht sehr einfach ist. Jedenfalls hat Setsu uns das erzählt. Und auch am selben Abend standen wir dann alle mit Titten da und, na, glaub mir, das war ein Anblick. Ich dachte, ich bin endgültig bescheuert geworden. Mayumi kicherte leise und sah Hidan an. »Na, möglich wäre es doch gewesen, oder?« Darauf erntete sie von Hidan nur ein leises Knurren. Kurz darauf verschränkte er die Arme hinter dem Kopf und stapfte schweigend weiter. Eine Tatsache, die für Mayumi mehr als seltsam war. Doch kurz darauf meldete sich Hidan wieder. Langes Schweigen war nun mal einfach nicht seine Sache und neugierig war er obendrein. »Sag mal, vermisst du deine Freunde eigentlich nicht? Deine Familie? Ich meine, du bist jetzt schon so lange hier, aber du hast dich noch nie beschwert, dass du zurück willst. Wenn man jemanden vermisst, dann meckert man doch dauernd rum, dass man zu dem zurück möchte, oder nicht?« Mayumi senkte ihren Blick und seufzte leise auf.
Naja, das könnte daran liegen, dass ich keine Familie habe. Ich bin im Heim groß geworden. Ich kann mich nicht mehr an meine Eltern erinnern. Man hat mich schon als Baby abgegeben. Also habe ich niemanden, wegen dem ich jammern könnte. Perplex sah ihn dann sie an und seufzte dann leise. Kurz darauf legte er seinen Arm um Mayumis Schulter und drückte sie leicht an sich. Allerdings schwieg er und hielt sie einfach nur in seinem Arm. Dies war zwar von der Geste her ein wenig verwirrend für ihn, aber sie ließ es sich gefallen. Nach dem Kuss war das hier ja schon regelrecht harmlos. Serena irrte noch immer durch die Gegend, nicht ahnend, dass Itachi und Deidara ihr dicht auf den Fersen waren. Sie versuchte wenigstens irgendwie, sich zurechtzufinden, aber so richtig möglich war das nicht. Längst hatte sie den Orientierungssinn verloren und sie wusste überhaupt nicht mehr, wo sie steckte. Eigentlich war sie nur froh, wenn sie in irgendeinem Dorf landete. Aber je länger sie geradeaus lief, umso mehr schwanden ihre Hoffnungen, noch irgendwo ein Dorf zu finden, bevor es dunkel wurde. Also musste sie sich darauf einstellen, eine Nacht auf dem Boden zu verbringen. Keine sonderlich schöne Vorstellung, aber was hatte sie für eine Wahl? Wenn sie daran dachte, dass in der Nacht irgendwelche Käfer auf ihr rumkrabbelten, wurde ihr richtig schlecht und es bildete sich eine Gänsehaut auf ihrem Körper. Ein Blick in den Himmel machte ihr deutlich, dass sie noch viel Zeit hatte, bis die Sonne unterging. Seufzend blieb sie einen Moment lang stehen und ihr knurrender Magen ließ sie bereuen, dass sie nicht wenigstens etwas zu essen mitgenommen hatte. Itachi und Deidara waren in der richtigen Richtung hinter Serena her und während Itachi schweigend durch die Gegend lief und sich innerlich Vorwürfe machte, kämpfte Deidara mit seiner Sehnsucht. Eine schreckliche Angewohnheit, die jeder frisch Verliebte kannte. Er vermisste Kenshin und das, obwohl er erst 1 oder 2 Stunden weg war. Seufzend fuhr er sich durch die Haare und sah Itachi an. Du sag mal, was ist eigentlich, wenn dieser Fluch dann wieder weg ist? Was machen wir dann? Lassen wir die anderen einfach wieder laufen? Perplex blinzelte Itachi und sah ihn fragend an. Unsicher zuckte er mit den Schultern. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich Pain das vorgestellt hat. Aber ich habe mich eigentlich schon daran gewöhnt, dass die da sind. Und bei dir würde es bestimmt schwer werden wegen Kenshin, was? Aber da bist du ja nicht der Einzige. Ich weiß nicht, was wir machen sollen, wenn der Fluch wieder vorbei ist. Trotzdem hoffe ich, dass wir den loswerden, denn so kann es nicht weitergehen. Ich komme mir erstens total bescheuert vor und zweitens bin ich als Frau wohl kaum zu ertragen. Deidara schmunzelte frech. Wenn du mich fragst, nicht nur als Frau, aber das ist Ansichtssache. Auf jeden Fall solltest du demnächst mal aufpassen, wie du mit Serena umgehst. Dir müsste klar geworden sein, dass du ihr damit ganz schön wehgetan hast. Leise grummelte Itachi vor sich hin und stieß gegen einen Stein. Ja, ist angekommen, du Blitzmerker. Ich habe kapiert, dass ich einen Fehler gemacht habe. Musst du mir das jetzt auch noch unter die Nase reiben? Im Grunde ist es mir egal, was du oder die anderen Weiber davon halten. Solange mir Serena nur irgendwie verzeihen kann, ist alles in Ordnung. Ja, aber die ist weggelaufen. Kann man ja mal sehen, wie sehr sie dir das verzeihen kann, nicht wahr? Murmelte Deidara in seinen nicht vorhandenen Bart. Itachi schnaubte nur leise und verfiel dann wieder in sein altbekanntes Schweigen. Sasori und Kyo hatten eigentlich in die Küche gehen wollen, schließlich hatte sich Kyo angehört, als wenn er ein Monster im Magen hätte. Doch jetzt trauten die beiden sich nicht so richtig in die Küche. Und der Grund war, wie sollte es auch anders sein, Kenshin. Schließlich hatte er nicht die Klappe halten können und hatte Pain und Natsuki weiter genervt, ob die beiden jetzt miteinander ins Bett gingen oder wenigstens miteinander rumknutschten. Die beiden waren auf dieses Thema aber überhaupt nicht gut zu sprechen und fauchten Kenshin immer wieder an. Mittlerweile war Natsuki so weit, ihm die Bratpfanne über den Kopf zu ziehen und Pain war der Letzte, der sie zurückhalten würde. Immerhin ging ihm Kenshins Verhalten ebenfalls auf die Nerven. Sasori hob eine Augenbraue an und legte ein wenig den Kopf schief. Seinen Arm hatte er dabei besitzergreifend um Kyo herumliegen. Immerhin sollten die Leute schon bemerken, dass der Kleine jetzt ihm gehörte. »Was machen die da?« wisperte er Kyo zu, der nur ein wenig mit den Schultern zuckte. »Keine Ahnung, aber ich will in die Küche und was essen. Ich hab Hunger!« murmelte Kyo leise und schmiegte sich an Sasori. Mittlerweile hatte er auch mehr als nur eine Boxershorts an. Sasori seufzte leise und schüttelte den Kopf. »Die sind doch wirklich verrückt.« Kenshin flüchtete vor Natsuki, die mittlerweile wirklich mit der Bratpfanne hinter ihm her war und ihm diese über den Kopf ziehen wollte. Und das nur, weil er sie gerade gefragt hatte, ob er mal zugucken dürfte, wenn die beiden miteinander rumknutschten.
Payne war am Rande eines Nervenzusammenbruchs und hielt sich einfach nur den Kopf. Als er Sasori und Kyo bemerkte, sprang er beinahe vom Stuhl auf und hoffte auf Rettung. Doch da war er bei Sasori an der falschen Adresse. Der wollte nur für Kyo etwas zu essen haben und mehr nicht. Auf Hilfe von ihnen brauchten die beiden also nicht zu hoffen. Natsuki hatte Kenshin inzwischen gepackt und hatte ihn wütend gegen das Schienbein getreten. Lass uns jetzt endlich in Ruhe oder ich sperre Deidara so lange weg, bis du mich auf Knien anflehst, dass ich ihn dir wiedergebe. Sofort wurde Kenshin blass. Nicht Deidara, der hat damit doch überhaupt nichts zu tun. Stimmt, mischte sich Payne an. Wenn der da ist, bist du zu ertragen. Ich trenne euch beide nie wieder, darauf kannst du dich verlassen, sonst gehst du einem ja nur noch auf die Nerven. Kenshin nickte schnell und sah dann Natsuki flehend an. Das kannst du mir nicht antun. Ich sag auch nie wieder was, versprochen, aber nimm mir nicht Deidara weg. Natsuki musterte ihn und zuckte dann mit den Schultern, stellte aber wenigstens die Pfanne wieder weg. Also, das muss ich mir wirklich nochmal überlegen. Lass uns in Ruhe und ich lass dir Deidara, kapiert? Schnell nickte Kenshin und atmete ein wenig durch, doch dann bemerkte er Sasori, der seinen Arm fest um Kyo herumgeschlungen hatte. Sofort bildete sich ein breites Grinsen auf seinen Lippen, doch bevor er etwas sagen konnte, brachte Payne mit einem warnenden Blick zum Schweigen. Grummelnd verschränkte Kenshin seine Arme vor der Brust und murrte noch etwas, das nach Persönlichkeitsentfaltung klang, und schwieg an diesem Moment. Sasori schmunzelte etwas und sah Kyo an. So, und jetzt kümmern wir uns um das Ungetüm, das sich dein Magen nennt. In Ordnung, Kleiner? Prompt wurde Kyo rot, aber er nickte. Kakuzu war inzwischen vollkommen mit Shikyo beschäftigt, oder mehr damit, seine Lippen zu erkunden, und das bis ins kleinste Detail. Irgendwann löste sich Shikyo dann aber doch von ihm und sah ihn fragend an. Okay, du knutscht hier gerade mit mir rum. Sollte mir das zu denken geben? Kakuzu zuckte mit den Schultern und sah ihn ruhig an. Keine Ahnung. Mir passiert sowas irgendwie auch nicht jeden Tag. Und mit Hidan mache ich das bestimmt auch nicht. Warum ich mit mal bei dir drauf gekommen bin, weiß ich auch nicht so genau. Ist eben irgendwie so über mich gekommen. Was dagegen? Ein wenig schüttelte Shikyo den Kopf und senkte den Blick. Aus dem Grund seufzte Kakuzu leise und legte einen Finger unter sein Kinn. Sanft, aber bestimmt brachte er den jungen Mann dazu, ihm in die Augen zu sehen. Sagst du mir jetzt endlich mal, warum du nicht mehr mit mir redest? Langsam nickte Shikyo und errötete sogar ein wenig. Weil mich das durcheinander gebracht hat, wich er dann trotzdem erst einmal aus. Langsam näherte sich Kakuzu wieder seinen Lippen und hauchte leise dagegen. Und was hat dich so durcheinander gebracht? Du, flüsterte Shikyo leise und sah ihn testend an. Immerhin wusste niemand, wie Kakuzu jetzt auf dieses Geständnis reagierte. Nachher machte er sich hier gerade zum Vollidioten und Kakuzu spielte eigentlich nur mit ihm. Dem Typen war doch alles zuzutrauen. Kakuzu blinzelte ein wenig und legte den Kopf schief. Ich? Am liebsten hätte Shikyo ihn angeschrien und so langsam aber sicher fiel es ihm schwer, dabei ruhig zu bleiben. Ja, du, fauchte er leise und Kakuzu sah ihn perplex an. Was habe ich denn gemacht? Habe ich irgendwas angestellt oder was ist los? Jetzt war aber gut. Mann, du dämlicher Idiot. Bis 10 zählen kannst du es, aber wenn es um Gefühle geht, offensichtlich nicht mal bis 3. Ich habe mich in dich verknallt, du Vollidiot. Meckerte er herum und verschränkte die Arme vor der Brust. Schweigend stapfte er an Kakuzu vorbei, der wie vom Blitz getroffen stehen geblieben war. Er sah ihm hinterher und nach 5 Sekunden Schockzustand lief er Shikyo nach. Jetzt bleib doch mal stehen. Können wir da nicht drüber reden? Reden? Fragte Shikyo hysterisch und raufte sich die Haare. Wenn du reden willst, dann ruf bei der Telefonseelsorge an. Weißt du, du kannst mich gerade mal. Lass mich einfach in Ruhe, kapiert? Ich will überhaupt nichts mehr von dir hören. Kakuzu war wie erstarrt und legte den Kopf schief. Er hätte Shikyo bestimmt nicht geküsst, wenn er nichts für ihn empfinden würde. Aber mit dem war wohl reden momentan überhaupt nicht möglich. Also beschloss Kakuzu, sich Shikyo erst einmal ein wenig vom Leib zu halten, damit er sich beruhigen konnte. Wenn er wieder klar im Kopf war, konnte er ihm seine Gefühle immer noch gestehen.